Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie leckere Desserts schnell gezaubert. Super Kategorie eigentlich, denn wenn es mal schnell gehen soll und irgendwie man ein Dessert braucht, hey, dann ist das vielleicht das Richtige für euch. Wir machen heute ein leckeres Himbeer-Dessert mit Schokolade. Das wird so ein bisschen geschichtet und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir haben 300 Gramm Himbeeren, auch Tiefkühlware, die habe ich bereits angetaut, dass sie nicht jetzt so ganz fest sind. Da haben wir übrigens schon eben ein paar weggenommen, nachher für die Deko. Und 3 große Esslöffel Himbeermarmelade. Das Ganze wird miteinander verrührt. Das machen wir natürlich nicht im Thermomix, sonst geht das alles kaputt. Aber so ein bisschen selber arbeiten ist ja auch nicht schlimm. Und zu einer schönen, gleichmäßigen Masse wird das jetzt verrührt. Es gibt doch so Ringe für unter diese Teile. Warum habe ich sowas nicht? Keine Ahnung. Ich habe so viel nicht. Ja, ich habe immer noch kein ordentliches Nudelholz. Immer noch nicht. Und wir haben jetzt über 150 Folgen gedreht und ich habe, glaube ich, in jeder fünften Folge gesagt, ich brauche Nudelholz. Aber ich habe keins. Ich krieg keins. Vielleicht bringe ich es mal von zu Hause mit. So, das denke ich, ist auf jeden Fall ordentlich verrührt miteinander und das stellen wir jetzt zur Seite. Wir brauchen Sahne, das sind 150 Milliliter. Die schlagen wir jetzt im Thermomix schnittfest. Sahne schlagen ist ja immer so ein Diskussionsthema in allen Foren auf YouTube und so weiter und so fort. Jeder hat da so seine eigene Theorie, wie es am besten geht, wie es gar nicht geht. Also ich bin ganz ehrlich, ich mache immer, guck immer, dass der Kessel kalt ist und dass die Sahne direkt wirklich aus dem Kühlschrank kommt, dass die auch kalt ist. Und dann mache ich das auf Stufe 3 und manchmal funktioniert es. Manchmal aber halt auch nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir auch egal. Wir probieren es jetzt einfach mal, ob wir die schnittfest kriegen. Stufe 3 lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Ja, das mit der Sahne, das ist immer so ein Ding. Schnittfest. Naja. Aber besser als nichts. Aber auch das ist nicht wirklich die Kernkompetenz des Thermomix. Ja, es funktioniert mal funktioniert es gut, mal funktioniert es weniger gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Wie macht ihr das? Schreibt da unten in die Kommentare. Ja, würde mich interessieren. Schmelzen wir die Schokolade. Das sind 100 Gramm weiße Schokolade, 98 Gramm weiße Schokolade, 2 Esslöffel Vanillezucker, den kann man übrigens auch selbst machen. Wenn ihr nicht wisst wie, schaut mal in unser Forum Wunderkessel, da gibt es mit Sicherheit tolle Rezepte, wie man sowas selber machen kann. Und 60 Gramm Milch, könnt ihr auch selber machen, braucht aber eine Kuh. Das Ganze wird jetzt 2 Minuten auf Stufe 1 bei 50 Grad erwärmt, geschmolzen und dann melde ich mich gleich wieder. So, damit ist unsere Schokolade geschmolzen. Da ein kleines Stückchen hat sich noch festgesetzt, aber das ist nicht schlimm. 500 Gramm Magerquark lassen wir da reinklatschen. Und verrühren das Ganze jetzt nochmal 15 Sekunden auf Stufe 5. Jetzt kommt unsere geschlagene Sahne dazu und die verrühren wir ebenfalls damit und zwar 15 Sekunden auf Stufe 4, allerdings im Linkslauf. Und nun sind wir fertig. So gut wie. Das Ganze muss noch angerührt werden. Das sieht doch schön cremig aus hier. Schön cremig sieht das aus. Am besten nehmen wir einen großen Esslöffel, den letzten, den ich noch da habe. Und wir teilen das jetzt einfach schichtweise hier in Gläser ein. Ich habe jetzt hier diese Gläser genommen, weil ich keine anderen habe. Ihr könnt das natürlich auch in eine große Schüssel füllen. Das geht natürlich auch, wenn ihr keine kleinen
Gläschen habt. Immer abwechselnd eine Schicht Creme, dann die Himbeeren mit der Konfitüre. Das wäre jetzt so eine Arbeit, das würde eigentlich besser meine Tochter machen. Die kann das besser als ich. Aber gut, die ist ja nicht da. Die muss ja in die Schule heute. Aber zu Hause würde die das machen. Und dann wieder eine Schicht von unserer Creme. So, oben drauf. Das reicht eigentlich auch schon. Mehr würde ich da gar nicht reinmachen, weil das ja schon sehr massig ist. Ja, durch diesen Quark und die Sahne und sowas. Ich mache jetzt noch ein bisschen Deko oben drauf, dann esse ich's. Nö, was weiß ich. Ich dekoriere das jetzt nicht, ich esse es direkt. Wie gesagt, die Creme habe ich ja schon probiert und jetzt probiere ich es einfach in der Kombination mit dem Himbeerkonfitüre-Himbeermix. Und okay, es ist lecker, auf jeden Fall. Aber es sollte man auf jeden Fall noch kalt stellen. Ich mag Himbeeren und ich mag diese Creme, die ist der Hammer. Mit der weißen Schokolade. Leute, Kalorienbombe ohne Ende, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich finde es cool. Und weil es auch nicht viel Arbeit, wie eigentlich fast alles, was wir hier machen, gibt es jetzt öfters. Ist toll. Geht schnell, habt ihr gesehen. Wirklich ein paar Minuten ist das fertig. Wenn das mit dem Sahneschlagen auf Anhieb klappt, ist das relativ unkompliziert und schmeckt gut. Ich esse das jetzt auf. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.